Beatrice Egli und Florian Silbereisen gaben zu, eigene Kinder zu haben. Klicken Sie bitte auf die Schaltfläche, Kanal abonnieren, um unsere neuesten Nachrichten zu erhalten. In einer schockierenden Erklärung gab das berühmte Paar Beatrice Egli und Florian Silbereisen zu, selbst Kinder zu haben, und schlug damit ein neues Kapitel ihrer beschwerlichen Liebesreise auf. Gerüchte über diese Wahrheit verbreiteten sich schnell in der Online-Community und lösten eine Welle von Meinungen aus, die von Unterstützung bis Kritik reichten. Das Paar war in seiner Karriere als Künstler und Unterhaltungskünstler sehr erfolgreich und die Ankündigung, ein eigenes Kind zu bekommen, überraschte alle. Während der Pressekonferenz erzählte Beatrice von der schwierigen Zeit, die sie durchgemacht hatten, und beschloss, sich der Öffentlichkeit über dieses heikle Thema zu informieren. Wir haben uns entschieden, die Wahrheit zu sagen, weil wir glauben, dass die Menschen es verdienen, etwas über einen wichtigen Teil unseres Lebens zu erfahren. Es ist schwierig, eigene Kinder zu haben, aber es ist auch ein untrennbarer Teil unserer Liebe, teilte Beatrice der Presse mit. Florian fügte hinzu, wir haben gemeinsam viele Herausforderungen und Höhen und Tiefen gemeistert, und die Tatsache, dass wir eigene Kinder haben, hat uns das Gefühl gegeben, dass unsere Beziehung stärker und bedeutungsvoller ist. Allerdings sehen nicht alle die Entscheidung von Beatrice und Florian positiv. Einige Leute kritisierten das Paar, weil sie glaubten, dass die Geheimhaltung ein Mangel an Ehrlichkeit und Transparenz gegenüber ihren Fans sei, zumal es sich um Berühmtheiten handelt, die von vielen Menschen bewundert werden. Allerdings gibt es auch viele treue Fans und Bewunderer von Beatrice und Florian, die ihr Verständnis und ihre Unterstützung für ihre Entscheidung zum Ausdruck gebracht haben. Sie betonten, dass jeder die Privatsphäre und die persönlichen Entscheidungen des Paares respektieren muss, und gratulierten ihnen zu ihrer Überschneidung und ihrer Bereitschaft, sich der Herausforderung der Elternschaft zu stellen. Die Pressekonferenz eröffnete ein aufschlussreiches Gespräch über Ehrlichkeit, Transparenz und darüber, was in der Unterhaltungsumgebung, in der die Lichter an sind, richtig ist. Beatrice und Florian hoffen, dass das Teilen der Wahrheit über ihre Beziehung und Familie dazu beitragen wird, das Bewusstsein zu erweitern und eine Gemeinschaft der Unterstützung für diejenigen zu schaffen, die vor ähnlichen Herausforderungen stehen. Sie freuen sich darauf, auf ihrem neuen Weg weiterhin Unterstützung und Verständnis von den Fans zu bekommen. Bienvenue dans l'univers captivant de Jane Birkin, une icône incontestée de la culture française. Son charme naturel, sa voix envoûtante et sa sensibilité artistique ont conquis le cœur du public français et international. Rejoignez-nous pour découvrir l'incroyable parcours de Jane Birkin, des premiers pas sur les écrans à sa collaboration légendaire avec Serge Gainsbourg, en passant par ses succès musicaux et son engagement humanitaire. Plongez dans l'histoire fascinante de cette figure emblématique et laissez-vous séduire par le talent intemporel de Jane Birkin. Jane Birkin est née le 14 décembre 1946 à Marylebone, un quartier de Londres en Angleterre. Elle est la fille aînée de David Birkin, un officier de la Royal Navy, et de Judy Campbell, une actrice britannique renommée. Jane a deux frères, Andrew et David, qui ont également suivi des carrières artistiques. En grandissant, Jane Birkin a été exposée à l'industrie du divertissement grâce à sa mère, qui était une actrice respectée sur les scènes de théâtre londoniennes. Elle a fréquenté le lycée français de Londres où elle a développé ses compétences en français et a acquis une affinité pour la culture française. À l'âge de 17 ans, Jane a décidé de poursuivre sa carrière d'actrice et a déménagé à Paris. Elle a rapidement été remarquée par le réalisateur français René Clément, qui l'a choisie pour le rôle principal féminin dans son film Lafayette en 1962. Bien que le film n'ait pas été un succès retentissant, il a ouvert la voie à d'autres opportunités pour Jane, dans l'industrie cinématographique. Au cours des années 60, Jane Birkin a joué